Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen New Super Mario Bros. Wii Hee weiter. Wir haben 99 Leben, aber das sagt nichts über die Qualität dieses Hacks aus, bin ich der Meinung, denn er mag zwar, ja, normalen Mario Durchschnittsschwierigkeitsgrad, einen normalen Mario Durchschnittsschwierigkeitsgrad bieten, aber davon abgesehen ist er nett. Und besticht durch gute Einfälle, die hoffentlich auch hier in Welt 4.3 Cherry Falls zu finden sind. Das sieht zumindest irgendwie einigermaßen lustig aus. Da waren kleine Shy Guys zu sehen, die irgendwelche Stachelbälle in der Hand hatten. Ich habe zuerst wieder vermutet, dass bei dem Wasserfall, dass man irgendwie nach unten gedrückt werden würde, aber das ist nicht der Fall. Na gut, okay. Man kann auch nicht nach oben schwimmen oder irgendwie sowas in der Art. Das ist ein reiner Ich-bin-im-Hintergrund-Wasserfall. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sieht er auch nicht sonderlich hübsch aus, beziehungsweise macht an der Stelle mal so überhaupt gar keinen Sinn, aber na gut, egal. Bezüglich des Level-Designs oder so, habe ich ja eigentlich, wenn überhaupt, bisher nur lobende Worte, glaube ich, übrig gehabt für diesen Hack. Was auch vollkommen nachvollziehbar ist, muss man ja ganz ehrlich so sagen, weil er nun mal extrem toll einfach ist, so normalerweise, meistens. Okay, von den Grafiken her, ja, da waren wir ja ab und zu vielleicht dann doch schon mal der Meinung, dass manche Sachen ein bisschen, na, deplatziert wirken, weil es halt nicht so Mario-typisch ist, wie man es vielleicht kennt, aber mein Gott, das ist so, das sind so Sachen, über die ich, also mit einer lässigen Handbewegung einfach mal hinwegsehe, was ich auch absolut nicht schlimm finde, dass sie sich hier mal ein paar mehr Freiheiten gegönnt haben. Ich meine, irgendwie unterm Strich, wow, wie soll man auch aus reinen Grafiken, die man eben, ja, die jede Sau kennt, es ist schwer, da irgendwie ein neues Spielgefühl, glaube ich, zu vermitteln. Das merkt man ja auch manchmal bei, ja, wenn man sich irgendwelche Videos anschaut zu Mario World Hacks oder so. Ich persönlich finde Hacks automatisch ein bisschen interessanter, wenn sie vom Grafischen her sich ein bisschen vom normalen Einerlei, wie man es normalerweise kennt, eben abheben. Weil das macht das Ganze auf einmal, das ist ein Eye-Catcher dann auf einmal. Irgendwie, das hat mich schon mal ein bisschen verwundert, dass diese Ranke so weit nach oben ging, deswegen musste da doch zwangsläufig irgendwie was sein. Achso, hier kann man gar nicht nach unten fallen. Ich dachte zuerst, man würde hier so durchfallen, aber das ist ja dann absolut nicht möglich. Gut, egal. Nee, ja, sobald irgendwie was anders ist oder so, dann ist es automatisch irgendwie so ein Blickfang. Dann weiß man, aha, da lohnt sich irgendwie das Gucken. Oder beziehungsweise da guckt man dann erst recht. Natürlich guckt man dann, weil man sich dann irgendwie so denkt, oh mein Gott, da hat sich der Entwickler oder beziehungsweise der Designer unter Umständen etwas dabei gedacht und da möchte man doch einfach mal schauen, ob sich dieses Gedachte auch tatsächlich gelohnt hat oder eher nicht. Meistens ist es ja leider nicht der Fall, weil so gut die Ideen von manchen Leuten auch manchmal sein mögen, sie haben irgendwie wenig Talent dafür, das Ganze so irgendwie ansprechend zusammenzufriemeln, dass man auch tatsächlich hinterher den Eindruck hat, wow, ist das eine geile Idee gewesen. Ist leider wirklich so. Egal wie gut manche Leute mit grafischen Dingen vielleicht auch umgehen können oder so, aber von gewissen anderen Dingen haben sie dann auf einmal seltsamerweise wenig Ahnung. Es ist echt schwer, glaube ich, sowas. Ich meine, auch hinter diesem Projekt hier wird ja so eine Art Team gestanden haben. Natürlich, also werden mehrere Leute dran gearbeitet haben. Es wäre sehr verwunderlich, wenn nicht. Also wenn das ja eine einzige Person gemacht hätte, dann holla die Waldfee. Ich meine, okay, wäre jetzt auch nicht. Können wir schon vorstellen, dass das auch eine Person bewerkstelligen könnte. Aber die müsste dann eben auch alles machen, ne? Und die müsste auch auf alles achten. So, von den grafischen Sachen her, was man eben neu hinzufügt. Vom Level-Design her, von den reinen. Das war übrigens knapp mit der Plattform. Ich habe jetzt für einen kurzen Moment gedacht, dass ich hier tatsächlich hops gehe. Was echt schade gewesen wäre, aber naja. Ja, Levelgestaltung, Musikauswahl oder so. Da hängt ja, also, wo es überall anfängt und wo es dann nicht aufhören will, das ist ja, da muss man sich schon wirklich ein bisschen mit auseinandersetzen. So, das hätten wir geschafft. Jetzt können wir an den Blossom Tower gehen, aber ich glaube, wir gehen jetzt doch nochmal hier rein in Welt 4.2.
Ich hatte zwar, glaube ich, in einem der letzten Videos gesagt, ach ja, das heben wir uns für irgendwann auf, wenn wir dann halt mal mit Welt 4 fertig sind. Aber ich habe jetzt spontan irgendwie mehr Lust, auch dieses Level zu 100% zu beenden. Und das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Eigentlich. Denn es fehlt ja nur... Hilfe. Denn es fehlt ja nur... Es fehlen ja nur 2 Sternmünzen. Moment, dort unten war die erste. Okay, genau, das Rätsel hatten wir durchschaut. Alles wunderbar. So, und ab hier muss ich jetzt gucken. Weil ich jetzt absolut keine Ahnung habe... Absolut keine Ahnung habe, wo sich hier jetzt weitere Sternmünzen verbergen könnten. Moment, hier haben wir auch schon die Mittelfahne. Wenn wir jetzt hier die Mittelfahne haben, ich weiß nicht. Wir können spontan hier was sein? Nein. Gut. Keine Ahnung. Kann sein, dass man irgendwo wieder was aktivieren muss oder so. Und dann bildet sich auf einmal eine Münzreihe, die einem sagt, genau in diesen Abgrund musst du reinspringen. Oder irgendwie so ein Gedöns. Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Ich muss alles ausprobieren. Mein Gott. Hm. Ich glaube, eine Sternmünze kennen wir sogar noch ziemlich sicher und gut. Was mit diesem Gegner übrigens ist, weiß ich nicht so genau, weil der hängt so dämlich in der Gegend rum. Diese Sternmünze, die ich meine, nennt sich nicht Maya, aber die war kurz beim Schluss. Beim Schluss quasi. Kann natürlich auch sein, dass es hier irgendwo was ist, ne? Dass man hier irgendeinen dämlichen Stein anhauen muss oder irgendwie sowas. Und dass dann irgendwas erscheint? Nö. Dann halt nicht. Ich glaube, die Münzen und so, die habe ich mir immer alle geholt. Immer wenn es nach unten hin was zu holen gab, dann habe ich es mir eigentlich auch geholt. Bin ich der Meinung. Hm. Dupp-di-dupp. Dupp-di-dupp. Hier ist dann auch nichts, wenn man irgendwie Stampfattacke macht oder so. Komisch, komisch. Komisch, komisch. Hm. Das ist so verlockend, hier überall einfach mal dann runterzuspringen und zu gucken. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits, wir sind jetzt schon wieder... Wir sind schon wieder so weit im Level und ich habe bisher nichts eingesammelt. Wow. Ja. Ich habe nichts eingesammelt. Ich muss irgendwo einfach runterfallen, oder? Wollt ihr mir das damit sagen? Vielleicht. Ach ja. Ich wollte übrigens nicht so lange heute machen. Eigentlich, ja. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Denn es ist, man merkt es unter der Woche doch, diese Doppelbelastung einfach. Aufnahmen machen ist schön und gut. Macht auch Spaß. Kann auch Spaß machen, klar. Weil dann kann man auch mal ein bisschen abschalten. Ein bisschen genießen einfach, ja. So, für sich braucht man nicht so sehr... Ein bisschen vielleicht schon, aber man braucht nicht so sehr im Überschwang den Alltag Revue passieren lassen, sondern kann sich stattdessen mal einfach auf ein paar andere schöne, vergnügliche Dinge konzentrieren, was ja jetzt auch wirklich nichts Verkehrtes ist, aber unterm Strich kann man sich mit den Aufnahmen halt leider nicht so viel Zeit lassen, wie es so manches Mal vielleicht wünschenswert wäre. Diese Münzen hier, die sind voll irritierend. Warum sind dort Münzen? Und warum sind die nur so... Die sind... Man kommt auf normalem Weg auch gar nicht an die ran. Merkt ihr das? Warum sind dort oben die Münzen? Warum sind dort oben die Münzen? Und warum gibt es hier nirgendwo eine Möglichkeit, an diese Münzen ranzukommen? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aber erst von weiter rechts aus oder so. Moment. Hatte ich dort oben immer gut genug geguckt? Bei den Goombas? Ich bin mir da jetzt gerade... Ach, scheiße. Nicht so richtig sicher. Von der Röhre aus, dann links oben auf den Berg rauf. Oder ich nehme gleich den Propellerpilz und guck so. Wäre vielleicht auch eine Idee, oder? Ich weiß, es ist der letzte, ja. Eigentlich wollte ich mir für eine besondere Gelegenheit aufheben. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Ich weiß ja nicht. Irgendwie macht das in meiner Welt total Sinn, dass dort oben etwas sein müsste. Ja. Ja, genau. Das war natürlich sehr schlau, Hering. Gut. Also wieder ursprüngliche Idee. Da, 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 da. Pff. Du, du, du. Ja.
Jetzt kommt wieder der ungeduldige Kasper an mir zum Vorschein, der da sagt, muss schnell fertig werden. Dauert alles viel zu lange. Schnu, 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 schnu. Ja, ja, kann ja alles nicht sein. Ja, kann ja alles nicht sein. So. Nee. Kommt man nicht hoch. Warum kommt man da nicht hoch? Och, Mann. Dann muss doch irgendwo da hinten ein versteckter Block oder sowas sein. Ich meine, warum sollten diese Münzen kerzengerade nach oben gehen? Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Ich finde es sowieso faszinierend. Normalerweise die ganzen Münzen und so weiter, die sind nie im Leben so gut versteckt. Und man findet ja auch kein Propellerpilz oder dergleichen in dieser Welt. Nee. Das Einzige, was man hier bekommt, wenn man Item einsammelt, das ist die Eisblume. Aber ansonsten was anderes nicht. Und wenn ich hier bei dem Shy Guy so nach oben springe, dann kommt da auch nichts zum Vorschein. Wenn ich hier irgendwas mache, kommt auch nichts. Wenn ich hier hochgehe, beziehungsweise runtergehe, auch nicht. Und hier unten ist nur ein dämlicher Goomba, den man so erledigen kann. Von unten habe ich diese ganzen Blöcke auch angewumst. Ihr wisst schon was. Da passiert auch nichts. Nichts passiert da. Absolut gar nichts. Man könnte denken, also, da haben die Entwickler voll verkackt, haben die. Aber irgendwie, ja. Wahrscheinlich hat eher der Hering verkackt. Alle meine Ideen sind nämlich zum Scheitern verurteilt. Das ist ja irgendwie mies. Bob, Bob, Bob. Hier ist nichts. Hier ist nirgendwo was. Könnt hier runtergehen. Ne. Keine Ahnung. Ich verstehe das Rätsel dieses Levels nicht. Es müsste irgendwie etwas doch zwangsläufig mit den Flipblöcken zu tun haben. Einfach weil sie sowas Special-mäßiges halt hier sind in dieser Welt. Ich weiß nicht. Ui! Man kommt dort nicht ran. Man kann sich auch keinen Gegner nehmen oder so. Man kommt dort einfach nicht ran. Hier oben ist nichts. Ich habe hier oben überall geguckt. Ich meine, es ist faszinierend, dass so auf diese Art und Weise jetzt die Münzen hier auftauchen, ne? Oder habe ich irgendwo einen Yoshi übersehen oder so? Und der wäre des Rätsels Lösung. Ich glaube ja nicht, ich glaube ja nicht. Ja. Wäre das jetzt so ein Moment, wo ich tatsächlich die Hilfe von jemandem von euch benötigen würde? Oder eher nicht? Ein paar von euch haben ja schon durchaus geschrieben, dass sie mit dem Spiel voll weit sind. Also quasi gesehen voll durch und so. Und ich will das vielen Leuten da draußen auch irgendwie echt glauben. Und denk mir schon, dass ihr da in der Hinsicht bestimmt ziemlich fleißig wart und schon allerlei Sachen eingesammelt habt. Viel fleißiger als meine Wenigkeit. Wow. Viel fleißiger als meine Wenigkeit, die jetzt sowieso wieder drauf geht. Also warum tanze ich hier überhaupt rum? Wow. Ja, genau. From Hero to Zero. Und da gehen auch meine Leben weg. Das ist ja mal wieder ein spannender Part. Mann. Da lobten sich doch diese Abendbeschäftigung. Das erinnert mich irgendwie an diesen verkorksten Abend unter der Woche, den ich mal für The Legend of Zelda Skyward Sword eingelegt hatte. Erinnert sich noch irgendjemand an diese bescheuerte Bogenschützenprüfung, die man mit Gruß zusammen machen musste? Er hieß auch Gruß, oder? Der Nebencharakter, der NPC, der auf einmal so stark geworden ist und der Fässer durch die Gegend schleudern konnte wie Hulk Hogan. Ja. Das war doch irgendwie... Das war doof. Mir wurde erst hinterher gesagt, dass diese Prüfung tatsächlich schwer ist und dass auch einige andere Leute da länger dran hingen. Aber ich hatte in dem Moment echt mit der puren, schieren Verzweiflung zu kämpfen, weil es immer und immer wieder überhaupt nicht geklappt hat und ich weiß nicht mehr, wie lange ich da dran hing. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so war das mindestens. Das war echt mies. So.
Diesen Level finde ich auch immer mieser. Wir geben uns das jetzt noch einmal, das Desaster, und dann machen wir diesen komischen Turm. Und dann machen wir das doch erst zum gänzlichen Levelabschluss. Das hilft ja nichts.